Jetzt sind wir unterwegs Richtung Walking Street. Servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier. Freue mich, dass du mit dabei bist. Wenn ich jetzt in Pattaya bin und es kommt jetzt der Curfew, habe ich mir gedacht, oder es ist Curfew, aber der kommt jetzt dann in der nächsten Dreiviertelstunde. Und deswegen habe ich mir gedacht, trotzdem einmal durch die Walking Street marschieren, durchwalken, denn wenn ich schon einmal hier bin, dann will ich das sehen, und wenn ich sehe, dann kann ich gleich ein Video davon machen. Hier, wir sind in der Beach Road jetzt, in der sogenannten Coconut Bar. Aber die stehen nicht mehr unter den Kokosnüssen, die eigentlich rechts wären, sondern die stehen alle eigentlich auf der linken Seite. Ich weiß nicht, sind früher so viele Kokosnüsse auf die runtergefallen, dass die jetzt dann hier die Seite gewechselt haben? Ich habe keine Ahnung. Der Strand hier hat alles echt einen guten Groove, muss man wirklich sagen. Es ist so gesehen, wenn du hier bist, eigentlich gar kein, in meinen Augen jetzt an, ohne dass ich Medien verfolge, sondern einfach wie du hier reinkommst, rumgehst und so weiter, alles an und für sich eine gute Stimmung. Bis auf den Curfew jetzt an, da einkaufen gewesen und schon alle im Stress irgendwie hier und da und hier und hot und hast du nicht gesehen. Weil um 8 Uhr dicht machen, da dachte ich mir, boah, das wird ja richtig krass, aber wenn ich so nachdenke, das ist irgendwie komisch mit dem, dass um 9 Uhr schon Curfew ist. Jetzt sind wir hier in der Walking Street. Da geht's her, ja cool. Hier siehst du, da vorne steht sie, ein neues Schild oben drauf. Wow. Jetzt dann geht's hier rein. So. Aussteigen und jetzt dann werden wir da durchmarschieren, durchwalken. Jetzt dann sind wir hier am Anfang der Walking Street. Also hier vorne ist der Eingang und es ist echt, also hier war ja immer so die Disco, wo da ging ja voll die, mehr oder weniger so die Mucke ab. Da ist gar nichts mehr. Es ist ja eigentlich jetzt, wo du hier, wenn du hier so aussteigst, da ist ja wirklich so, dass man sich nachfragt. Doch, ich möchte einmal durchlaufen. Aber prinzipiell erwarten, glaube ich, erwarten kann man hier nicht viel, oder? Ich glaube nicht, dass man sich hier viel erwarten kann. Ich meine, die haben noch immer so ein bisschen die Sachen hier beleuchtet. Das finde ich irgendwie cool, dass Dolls von der Walking Street. Aber der Rest, es sieht auch so ein bisschen aus, dass, sieht man das hier, so dieses Baustellenmäßige. Da haben die bestimmt auch angefangen hier mit Sachen am Umbau oder wie immer oder abreißen. Was soll das sein? Ich weiß gar nicht, was da jetzt an daneben war. Das war auch irgendwas eine Bar gewesen sein. Hier sieht so ein, es sieht eigentlich guck dir das an, also war das letztens auch schon so, dass es echt so ruhig war? Da ist ja gar nichts. Da ist ja nichts und null irgendwie. Da die Straße hier hoch zum Dollhaus, da ist null. Ist ja echt ruhig, aber es gibt noch immer noch ein paar Motorbike-Taxis, das finde ich cool, oder? Das ist ja echt richtig geil. Motorbike-Taxis oder Touristenpolizei, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Die gibt es noch immer, vielleicht sind die auch hier für einen, um den Curfew sozusagen kontrolliert, obwohl alle dann in den Betten sind. Wo sind wir hier? Ah, ich glaube, das war so ein Russenclub hier. Jetzt sieht man, oh, nee, in die Nacht direkt reinfilmen, das geht nicht, das kann ich nicht. Das geht gar nicht. So, jetzt geht es doch besser. Kann ich jetzt in die Nacht reinfilmen? Jetzt kann ich hier fast in die Nacht reinfilmen. Guck dir das einmal an. Die ISO wird ein bisschen höher. Man sieht zumindest das Schild. Früher hat man ja nur
Karaoke-Bar. Früher hat man ja gar nichts gesehen, jetzt sieht man zumindest das Schild. Also, falsch gesagt, kann doch in die Nacht reinfilmen. Es geht. Fahrenheit, das habe ich heute auch irgendwo gesehen. Wow, wie es hier aussieht. Ich gehe mal wetten, so Sachen, das gab es ja früher bis jetzt wahrscheinlich niemals. Die Straße, die war wahrscheinlich seit 1900, ich gehe wirklich wetten, dass die seit 1970 war die Straße wahrscheinlich niemals so tot wie jetzt. Um keine Uhrzeit. Also ich meine jetzt dann echt so, ich gehe mal davon aus, nicht ein einziges Mal. Pödler. Mein Pödler. Polytaxi. Oh, Polytaxi. Also ich sag hier, da ist nichts offen. Da hinten geht's hoch zum zur Windmühle. Da Don Quixote. Ich glaube, ich will da gar nicht mehr weitergehen richtig, weil da ist irgendwie, es ist ja echt nichts mehr. Wenn ich jetzt dann so nachdenke, ja, also was ich gesagt habe, ich schätze einmal, ich bin ja kein Experte, überhaupt kein Experte, aber ich glaube echt, das war sicherlich bis jetzt noch niemals, dass diese Straße so leer war. Ich wette, von 1970 weg war da rund um die Uhr immer was los. Da standen da immer irgendwelche Leute an der Straße herum und haben irgendwelche Arbeiten und Handlungen ausgeführt. Und jetzt ist hier einfach de facto gar nichts mehr. Da ist null. Ein Auto fährt und ein Jogger kommt uns entgegen. Und wenn der vorbei ist, dann war's das. Dann ist hier nichts mehr, oder? Hier das Glashaus. Da war ich schon mal drin, das war ganz lustig. Lucifer, die Diskothek, alles, guck dir das an. Alles so auf Construction irgendwie. Da war eh schon das Schild zuvor von der Construction. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht bis zum... Ich wollte eigentlich so bis zum Ende runtergehen, aber irgendwie denke ich mal so, ich will da gar nicht runtergehen bis zum Ende, weil... Ja, irgendwie sieht das sieht so aus, wie es aussieht. Zur Walking Street habe ich persönlich ja so eine Beziehung. Das erste Mal, ich habe gesagt, ich war ja die ersten 8 Jahre, die ich in Thailand war. Da war ich ja nur einmal in Pattaya, habe ich ja gesagt, für 6 Tage und dann nie mehr. Und das stimmt ja so nicht. Ich war 6 Tage in der Walking Street. Ich habe auch draußen, da ist ja gleich vor der Walking Street, da war ja noch die Gay Area, in der habe ich gewohnt. Wusste damals nicht. War irgendwie, guckst halt so Hotel, was irgendwie so in deiner Range ist. Dann war ich da voll in der Gay Area, ohne da einen Plan zu haben. War aber super cool. Ich bin da super betreut worden. Wirklich super betreut. Wenn du da jemanden mitgenommen hast aufs Zimmer, zack, in der Früh, wenn diese Person gegangen ist, direkt Anruf von der Rezeption, ist alles in Ordnung am Zimmer, kann ich diese Person gehen lassen? Oder gibt es irgendwelche Beschwerden? Also, weißt du, so richtig, deswegen sage ich, also, das mit dem G, das darfst du nicht so unterschätzen. Das wird oft so, da muss man wirklich sagen, die G-Leute viel, viel mehr Stil als die Heten. Bei den Heten, in keinem Heten-Hotel ist mir das so vorgegangen. Hat jemals mal irgendwie angerufen und irgendwie hat es dir irgendwann ein Gefühl, dass dich jemand in der Art um dich kümmert wie da. Also es war wirklich super cool. Und zu mehr bin ich da auch nicht gekommen. Also ich bin wirklich damals nicht zu mehr gekommen. Hotel. Am Abend hierher, da war ich damals noch im Heidelberger oder wie das so heißt. Das ist auf dem Weg dazwischen noch irgendwo gewesen. Bei dem war ich essen meistens. Danach ging es hierher, Party, aber da war richtig Party, also da war echt so, jetzt gehen wir doch noch einmal da hoch, die Dollhausstraße gehe ich jetzt noch einmal hoch hier,
Da war richtig Party, also echt richtig Party. Bist du deppert, das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Ja, bist du so in der Windmühle und so weiter, gibt es auch noch. Also ist auch Party in der Art und Weise. Aber nicht ganz, ich weiß nicht, das war so krass. Und ja, und dann ging es zum Pennen ins Hotel und nächsten Tag das Gleiche. Das waren meine 6 Tage. Ich habe von in den 6 Tagen ein einziges Mal die Second Road gesehen. Also die Second Road war in 6 Tagen das Weiteste, wo ich hingekommen bin. Weiter bin ich damals nicht gekommen. Ich war hier nur in der Walking Street. Und das war so cool und es war unglaublich. Also wenn ich heute dir sage, dass ich in den 6 Tagen 20.000 Baht verbraucht habe, ich glaube, das wäre ich heute mit dem, wie ich damals Gas gegeben habe, oder mit dem, mit die 20.000, die ich, mir das damals gekostet. Oje, jetzt haben wir jetzt, hier sind wir im Lu Lounge, Bangkok. Hier wird es dunkel, hier ist eigentlich eh nichts. Ne? Aha, hier sind wir auf der wahrscheinlich Rückseite vom Dollhaus. Wir gehen da wieder zurück. Ich glaube, heute würde ich wahrscheinlich an einem Abend, wären da die 20.000 Baht weg, die ich damals in 6 Tagen verbraucht habe. Und das musst du dir mal vorstellen, das waren umgerechnet 500 Euro. Du verbrauchst 500 Euro mit Vollgas geben. Mit Vollgas geben. Also nicht mit Vollgas. Du könntest noch immer irgendwelche Tausender mit Tausender um dich rumschmeißen. Aber so wirklich, ohne dass jetzt dann denkst, irgendwie so, boah, soll ich nicht oder so irgendwie. Das war richtig cool. Das war echt alle Achtung. Also das würde ich echt sagen heute. Wenn du einen Abend hier ausgehst und sagst, ja, ohne dass ich jetzt auf die Kohle unbedingt gucke, könnte durchaus sein, dass 20.000 Baht weg sind. 20.000 wahrscheinlich nicht ganz so, ja, aber über 10.000 auf alle Fälle. Und damals war halt, da kannst du sehen, 3.000 eigentlich waren damals weg. Und da habe ich aber Ladydrinks bezahlt und so weiter. Also richtig Havidiere. Hey. Aha, jetzt sind die eh schon da. Siehst du hier, für ein Curfew wird alles hier. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht über der Zeit. Na, können wir noch nicht sein. Wir sind noch bestimmt vor 9 Uhr. Da mache ich einen schönen Abdacht für die auch. Aha, siehst du hier schon wieder. Alter, auf welche Sachen ich alles drauf komme immer. Eines ist gut, aber die andere Sache ist, die Kamera hier verstellt sich, das ist brutal. Das ist wirklich brutalst. Das geht mir ja echt schon am Sack mittlerweile. Dass da kein Lock-Button gibt. So, ich hab. Ja, ich schätze mal, die sehen mal so aus, als ob die hier den Curfew da am Durchführen sind. Gucken, dass da keiner mehr auf der Straße ist. Ja, sorry, jetzt habe ich uns unterbrochen mit der Kamera. Da komme ich echt immer wieder drauf. Mit diesen, also Sony, so eine gute Kamera, aber ein totaler Scheiß von der Handhabung her mit diesen ganzen Verstellen und so weiter. Da merkst du einfach, da ist in keiner Firma mehr irgendwer dabei mit Leidenschaft. So, also hier, wir sind wieder zurück. Ich drehe es mal hier her. Ich mache mal einen Shot von neuen, sozusagen, von diesem neuen Plakat, was da vorne ist, das habe ich noch gar nie gesehen, damit ich das auch einmal gesehen habe. Und dann verabschieden wir uns. Ich hoffe, die Aufnahmen sind nicht zu verwackelt. Das ist handgehalten. Und wie ich eh schon gesagt, wie ich es auch gesagt habe, handgehalten mit der Sony, nicht mit der DJI. Mit DJI Stabilisierung, da kann man nichts vergleichen, außer natürlich die GoPro Hero, die Action Cam. Die sind da auf sehr ähnlichem Niveau, aber nicht sonst die anderen Kameras, glaube ich. So. Hier, ich filme es jetzt mal. Welcome to Pattaya. Neo Pattaya. Aha, zum neuen Pattaya. Das wird jetzt das neue Pattaya. Alles klar, siehst du? Nicht nur neue Weltordnung, da gibt es auch noch ein neues Pattaya. Deswegen bauen die hier um, so wie gesagt. Es wird nie wieder mehr so sein, wie es ist.
So jung wie heute kommen wir nie mehr zusammen. So gut wie es uns heute geht, wird es uns nie mehr gehen. Und in dem Sinn freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du bist nicht so enttäuscht wie ich. Das hoffe ich wirklich, weil ich bin irgendwie enttäuscht. Wenn ich da so zurückdenke, was ich da Spaß hatte damals. Ich bin danach aber nie mehr her. Also das ist auch, glaube ich, so der riesengroße Unterschied zwischen mir und den meisten, die dann irgendwie den Heiligen Gral dann in dieser Straße gesucht haben. Ich habe den nie gesucht. Das war richtig geil, Party. Und dann war ich 8 Jahre nicht mehr hier. Und letztes Jahr, habe ich jetzt in einem von den letzten Videos gesagt, war eigentlich als Transition gemeint, als Transition ins Ausland. Aber dann Covid war nicht mehr Transition, dann war, bin ich hier stecken geblieben. In dem Sinn, freut mich, schön, dass du mit dabei warst. Alles Gute und ja, wir hoffen auf bessere Zeiten und wir sehen uns wieder. Servus. Okay, jetzt fahren wir den Weg hier runter. Deswegen filme ich dann noch einmal so ein bisschen absolut. Ja, sieht, das ist das New Pattaya, ne? Hier ist, ja, hier. Im Gun Club haben die noch ein bisschen Spaß. Hier ist doch die, wie heißt denn das? Die Disse, die hier immer war. Wow, hier ist ja... Es sieht total runtergekommen aus irgendwie, oder? Ich meine, wahrscheinlich war es vorher schon runtergekommen, aber irgendwie, wenn Leben drin ist, dann fällt dann nicht so auf, dass das so extrem runtergekommen ist, oder? Jetzt dann sieht das ja aus wie... So. Ich habe das Schild gar nicht gesehen von der Disco, wie die da immer hieß. Okay, also, das war jetzt... Siehst du, jetzt sieht man mich, ne? Ich ist ein bisschen höher gedreht, selbst wenn hier komplett dunkel ist, sieht man mich. Und das freut mich, ja, aber echt das Problem mit der Kamera, so gut die auch ist, wirklich von der Leistung her, aber von der Konzeption, da könnte es echt das Wort, das mit voll anfängt und Idioten aufhört, nehmen, wie die das konzipieren. Da ist echt, ich wette, da ist keiner mit irgendeiner Vloggerleidenschaft dabei, die haben gar keinen Plan, die schreiben dann, weil haben wir irgendwo mal gehört und fertig, aber egal, wollen wir nicht lästern in dem Sinn, aber es fällt mir halt so auf. In dem Sinn, Servus, alles Gute, schönes Nächtle, was zu sagen, Outtake jetzt hinten dazu noch.